Bei Walgreens Boots braucht man als Aktionär schon eine richtig dicke Haut. Die Aktie notiert auf dem Stand von 1998 und seit meinem letzten Update vor 6 Monaten gibt es wieder einiges zu berichten. Erst kürzlich am 28. März gab es die Zahlen für das zweite Quartal, die vom Markt mit einer gewissen Volatilität schlussendlich positiv eingeordnet wurden. Am Ostermontag, dem 1. April, wurde in den USA gehandelt und die Aktie fiel wie aus dem Nichts um 10%. In den üblichen Medien war nichts zu lesen, fündig wurde ich aber bei Bloomberg Law. Die US-Bundessteuerbehörde Internal Revenue Service, kurz IRS, erhebt Forderungen von 2,7 Milliarden US-Dollar an Walgreens. Als hätte das Unternehmen nicht schon genug Probleme, schwebt nun ein weiteres Damoklesschwert über ihnen. Herzlich willkommen bei Alles Aktien, mein Name ist Tobi und in diesem Video erfährt ihr, wie ich die letzten Ereignisse einordne und welche zukünftige Entwicklung ich daraus ableite. Lasst uns die Ereignisse der letzten 6 Monate der Reihe nach durchgehen. Vor den Quartalszahlen hatte ich, wie ihr vom letzten Depot-Update vielleicht wisst, nochmals nachgekauft, weil ich auf eine runde Bodenbildung spekuliert habe, in Rot eingezeichnet. An der Stelle wie immer auch der Disclaimer, dass das Video ausschließlich zur Unterhaltung dient, keine Anlageberatung darstellt und ich selbst befangen bin, weil ich Anteile an Walgreens halte. Am 11.09. habe ich eine Aktienanalyse von Walgreens veröffentlicht und sowohl die Risiken als auch die potenziellen Chancen beleuchtet. Zum Zeitpunkt des Videos hat die letzte CEO, Rosalind Brewer, gerade nach einer sehr überschaubaren Leistung das sinkende Schiff verlassen. Genau einen Monat nach meinem Video verkündete Walgreens am 11. Oktober, dass Tim Wentworth ab dem 23. Oktober das Ruder übernimmt. Er ist 63 Jahre alt und war zuvor CEO bei Evernorth, einem Tochterunternehmen von Cigna. Zuvor war er von 2016 bis 2022 CEO von Express Scripts, dem größten Leistungsmanager für Pharmazie, und unter ihm wuchs das Unternehmen auf über 100 Milliarden US-Dollar Umsatz. Sie haben sich also einen sehr erfahrenen Manager an die Spitze geholt. Die Aktie zeigte sich dadurch nur einen Tag lang euphorisch und setzte danach den Abwärtstrend weiter fort. Ein neues Jahrestief wurde am 30. November erreicht bei ganz knapp unter 20 US-Dollar. Das löste danach eine kleine Rallye nach oben mit dem starken Gesamtmarkt aus. Bis zum 3. Jänner legte die Aktie auf fast 27 US-Dollar zu, einem Kursplus von immerhin rund 35%. Wie gewohnt zu zerronnen, am 4. Jänner folgten die Zahlen zum ersten Quartal 2024 mit mauen Aussichten für das laufende Fiskaljahr. Obendrauf gab es noch eine Kürzung der Dividende nach 47 Jahren dauerhafter Steigerung. Damit haben sie den Aristokratenstatus aufgegeben. Bei 50 Jahren Steigerung in Folge werden sie sogar zu einem Dividendenkönig aufgestiegen. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite respektiere ich Tim Wentworth für diese Entscheidung. Er hat rational eingeschätzt, dass es besser für das Unternehmen ist, diese zu kürzen und hat entsprechend danach gehandelt. Die Dividendenrendite ist mit 4-5% trotzdem noch auf einem attraktiven, marktgerechten Niveau. Am 8. Februar wurde dann ein neuer, altbekannter CFO verkündigt, ein Inder namens Manmohan Mahajan. Er kommt aus den eigenen Reihen und ist seit 2016 im Unternehmen und blickt auf 13 Jahre Erfahrung bei GE Capital zurück. Begonnen hat er seine Karriere bei PwC in Indien. Er hatte bereits im Juli 2023 vorläufig den Posten übernommen und wurde nun offiziell bestellt. Am 21. Februar wurde verkündet, dass Walgreens am 26. den renommierten Index Dow Jones verlassen muss und dafür Amazon nachrückt. Das sorgte für Aufwind bei Amazon und weiteren Abwärtsdruck bei Walgreens. Nicht eingezeichnet habe ich, dass Walgreens am 7. Februar bekannt gab, für knapp 1 Milliarde US-Dollar Anteile an Sensora verkauft zu haben. Das Geld soll größtenteils für Schuldentilgungen verwendet werden. Weiters gaben sie im Februar bekannt, dass sie weitere Verkäufe wie beispielsweise an der Beteiligung von Shields prüfen. Im März wurde veröffentlicht, dass sie 11 Standorte von VillageMD in Rhode Island verkauften. Zur Erinnerung, es handelt sich hierbei um Kliniken, deren Beteiligung die letzte CEO Rosalind Brewer ausgebaut hat. Leider nicht mit dem erhofften Synergien, sondern zu allem Übel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt steigender Zinsen. Tim Wentworth hingegen will sich auf das Kerngeschäft von Walgreens fokussieren und dessen Profitabilität steigern. Ich bin hier zwiegespalten. Auf der einen Seite wird es notwendig und wichtig sein, um das Unternehmen auf gesunde Füße zu stellen. Auf der anderen Seite impliziert es, dass das Unternehmen offenbar aktuell zu wenig Cash aus dem eigenen Geschäft generiert. Dass der Weg noch steinig und lange wird, zeigen die Q2-Zahlen vom 28. März. Ich hatte zuvor am 26. zu einem Limit gekauft, weil ich selbst an eine positive Überraschung geglaubt habe und charttechnisch die Bildung eines Doppelbodens vermutete. Ich sollte mich irren.
Beim Umsatz gab es plus 5,7% zum Vorjahr und einen adjustierten Gewinn je Aktie von 3,4% über dem Vorjahr. Damit konnte Walgreens zwar absolut überzeugen und auch die Erwartung deutlich schlagen, überschattet wurde das Ganze jedoch von einer großen Abschreibung von 5,8 Milliarden US-Dollar durch VillageMD, die zumindest aber nicht cashwirksam ist. Das sehe ich jetzt weniger schlimm, weil die Katze damit aus dem Sack ist. Die ursprüngliche Jahresprognose des adjustierten Gewinn je Aktie wurde trotz Übertreffung des Quartals von 3,2 bis 3,5 auf 3,2 bis 3,35 US-Dollar je Aktie reduziert. Das hat mich am Ende dann doch sehr negativ überrascht, weil ich davon ausgegangen war, dass der CEO seine Jahresprognose eher tiefer ansetzt, um dann eben im Jahresverlauf positiv zu glänzen. Es ist für mich also schwierig einzuordnen. Ich vermute, der CEO hat seine Fähigkeiten, die Ertragskraft von Walgreens kurzfristig schon zu verbessern, einfach etwas überschätzt. Nach 0,66 US-Dollar im ersten Quartal und 1,20 US-Dollar im zweiten Quartal fehlen also noch 1,49 US-Dollar adjustiert die Aktie, um bei der oberen Bandbreite zu landen. Am 1. April kam es dann zum angesprochenen Kurssturz. Angefacht wurde das Ganze auch noch zusätzlich von negativen Analystenkommentaren und dem charttechnischen Widerstand bei der 50-Tages-Linie. Der tatsächliche Auslöser war aus meiner Sicht aber die mögliche Steuernachzahlung von 2,7 Milliarden US-Dollar. Hier stellt sich die Frage nach den Gründen, wie die Erfolgsaussichten von Walgreens sind und ob es sich das Unternehmen überhaupt leisten kann. Grund soll sein, dass Walgreens in den Jahren 2014 bis 2017 diverse Transaktionen zu nicht marktgerechten Preisen durchgeführt habe, um weniger Steuern zu zahlen. Walgreens bestreitet das vehement und sagt, dass sie ihre Bewertungen anhand der offiziellen Methoden US GAAP und Federal Income Tax Purposes durchgeführt haben. Sie zumindest sind guter Dinge, einen Gerichtsstreit zu gewinnen. Neben Walgreens sind auch einige Technologieaktien wie Meta, Apple, Microsoft und andere davon betroffen. Positiv zu sehen ist zumindest, dass der Erfolg von IRS in den letzten Fällen von Industrieunternehmen zu wünschen übrig ließ. Vor Gericht bekamen beispielsweise Coca-Cola und 3M Recht, konnten damit einige Millionen Anschuldigungen abwehren. Ob sie es sich im Worst Case leisten könnten, dazu schauen wir jetzt in die Bilanz. Zurzeit haben sie eine Nettoverschuldung von 7,4 Milliarden, die zumindest bereits rückläufig ist. Das Verhältnis 1,5 zum EBITDA ist grundsätzlich auch eine handelbare Größe. Festhalten muss man aber, dass Walgreens aktuell nur adjustiert mit EBITDA positiv bilanziert. Das Nettoergebnis soll in diesem Jahr mit 4 Milliarden US-Dollar deutlich negativ sein. Wichtig für mich ist der Free Cashflow. Der soll in diesem Jahr deutlich anziehen und 2026 dann die 2,7 Milliarden erreichen. Das wäre genau die Summe einer möglichen Strafzahlung. Aus meiner Sicht also handelbar, aber besser natürlich, sie müssen nichts zahlen. Das bringt mich auch schon zur Leistbarkeit der Dividende. Laut Aktienfinder wird knapp 48% des Gewinns und 100% des Free Cashflow für die Dividende verwendet. Da dieser letztes Jahr negativ war, ist das auch sicher so korrekt. Insgesamt sind 863 Millionen Aktien im Umlauf, übrigens gleichbleibend über die letzten Jahre, und es wird 1 US-Dollar je Aktie auf Jahressicht gezahlt. Die Rechnung ist also leicht. Mal angenommen, sie erreichen die 2,7 Milliarden US-Dollar Free Cashflow in 2026, so würde das einer Ausschüttungsquote von ca. 32% entsprechen. Das ist jetzt zwar ein sehr gesunder Wert, aber zuerst mal müssen die Prognosen auch so eintreffen. Da das Unternehmen aktuell Nettoverluste schreibt, ist es schwierig, einen sinnvollen Vergleich zur Vergangenheit anzusetzen. Aufgrund Kürzung der Dividende ist auch die historische Dividendenrendite wohl kein guter Maßstab. Gemessen am Kursumsatzverhältnis der letzten 10 Jahre erscheint die Aktie aber extrem günstig. Umsatz ist aber auch nur etwas wert, wenn daraus auch Gewinne gemacht werden. Sofern es dem CEO Tim Wentworth tatsächlich gelingt, an die alten Profitmargen anzuknüpfen, halte ich das Unternehmen für preiswert. Offen muss man aber auch sagen, dass es sich damit um eine Wette auf einen Turnaround handelt, die mit einem hohen Risiko verbunden ist. Für 2026 wird jedenfalls ein KGV von unter 8 prognostiziert, in diesem Jahr wird es noch negativ sein. Für eine Aktie, die aber nur ungefähr auf dem Niveau der Inflation wächst, ist das jetzt aber auch nicht unbedingt ein Schnapper. Die Grafik von Guru Focus sagt, wie auch im letzten Video, immer noch einen fairen Wert von ca. 40 US-Dollar voraus. Weist aber auch deutlich darauf hin, dass es sich um eine potenzielle Value-Falle halten könnte.
Die Analysten sind im Vergleich zu 6 Monaten deutlich negativer gestimmt. Das durchschnittliche Preis lag damals noch bei 32,6 US-Dollar und ist jetzt sehr stark auf 21,68 US-Dollar gefallen. Interessanterweise sagen trotzdem alle auf Basis der Daten von Yahoo Finance, man solle die Aktie halten oder kaufen. Bevor wir zum Fazit kommen, noch einen kurzen Blick auf den Chart. Der Kursrutsch führte dazu, dass wir unter die langfristige Unterstützungszone im Bereich 20 bis 23 US-Dollar gefallen sind, welche sogar die Finanzkrise im Jahr 2000 und 2008 noch verteidigt hatte. Das ist natürlich ein sehr negatives Zeichen für Walgreens. Sehr wichtig wäre jetzt, dass es kurstechnisch eine schnelle Gegenbewegung über die 20 US-Dollar Marke gibt. Ansonsten könnte sich der Kurs gut und gerne nochmals halbieren. Heute am 8. April haben wir bei 19,16 US-Dollar geschlossen. Die Gegenbewegung zeigt sich bisher noch recht schwach. Das ist kein gutes Zeichen. Da kommen wir nun zu meinem Fazit und zum Ende des Videos. Positiv hervorzuheben ist ganz klar das Free Cashflow Yield für 2026 von 12%. Das ist sehr attraktiv, auch historisch. Eine Dividendenrendite von über 5% bei einem Kurs von unter 20 Dollar. Ein Kursumsatzverhältnis, was historisch wirklich sehr, sehr günstig ist. Und ein CEO, der eine klare Strategie und ein klares Bekenntnis auf Profit hat und entsprechend auch aufräumt. Er hat da keine emotionale Bindung zu den Projekten, die die vorherige CEO in die Wege geleitet hat, und kann da wirklich radikal durchgreifen. Ich halte viel von dem Herrn und hoffe, dass sich es auch positiv weiterentwickelt. Im letzten Video hatte ich das noch auf der negativen Seite, dass es eben keine Führung gab. Was ich bereits vor 6 Monaten oben hatte, ist, dass der Chart ganz klein fallendes Messer bleibt. Also es ist sehr gefährlich, aktuell zu investieren. Die Dividende ist aktuell nicht vom Free Cashflow gedeckt. Das sollte sich zwar ändern, aber ist aktuell nicht der Fall. Eine potenzielle Straf- und Steuernachzahlung von 2,7 Milliarden steht im Raum. Sie haben eine relativ hohe Verschuldung, vor allem dann, wenn sich eben die Ertragskraft nicht verbessert, und es gibt eine große Konkurrenz durch Amazon. Hierbei finde ich aber spannend, der CEO hatte bei Jim Cramer auf CNBC gesprochen und meinte, dass Walgreens die Fähigkeit hat, zum Medikament innerhalb von 2 Stunden auszuliefern. Das ist seine Ansage und bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich meine, in Europa zeigt ja zum Beispiel die Shop-Apotheke oder die Redcare Pharmacy, dass sie sich vom Konkurrenten Amazon nicht verstecken müssen und hier wirklich tolle Wachstumszahlen haben. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute. Gebt mir gerne Bescheid, ob ihr auch bei Walgreens investiert seid. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.